wir im kleinen türkischen Café mit Blick auf das Meer, Blick auf eine Moschee. Die sind hier überall mittendrin gebaut, in den Städten auch. Und man hört die Zikaden, ganz laut zirpen. Und es wächst alles hier ganz wunderbar. Der Hibiskus, die Zitronen, Bougainville, rankt sich alles um uns. Dazwischen fliegen die Schmetterlinge. Und wenn man aufs Meer schaut, dann sieht man die Piratenschiffe. Die sind natürlich für die Touristen. Und die fahren den ganzen Tag hin und her, schauen aus wie Piratensegelschiffe, aber sind natürlich motorbetrieben. Und wenn man so am Strand ist und die sieht, die so hin und her fahren, das sieht total lustig aus. Ich glaube nicht, dass wir das ausprobieren. Wir würden lieber auf einem kleinen Segelschiff mal eine Tagestour machen. Naturell. Kleine Kerne, kleine grüne Äste, Salz zusammen. Ama Ağustos monat, Ağustos kerne esin. Ya, esin. Ne? Ne? Bu da ben esin. Bu Ağustos. Kerne. Mandelbaum. Show is going on. Hotel Sara in Alanya. Also hier geht es den ganzen Tag so Musik, die Leute planschen im Swimmingpool. Du kannst jederzeit dir einen Drink holen und du kannst natürlich dann auch gleich hier gegenüber runtergehen zum Strand. Der ist gleich, wenn man hier über die Straße geht, hinunter. Eine wunderschöne Anlage, botanische Anlage mit Springbrunnen und mit allen möglichen Pflanzen, Hibiskus und alle möglichen Bäume, die wir sonst bei uns einfach nicht kennen, weil sie bei uns zu wenig Wärme haben, so wie die Feigen, Zitronenbäume. Wir genießen das richtig und wir hatten heute sogar schon ein Eis. Also hier am Strand in Alanya am Abend halten sich noch sehr viele Menschen auf und der Sonnenuntergang da hinten, das ist wunderschön. So hat man das jeden Abend. Auf der anderen Seite oben ist die Burg. Da sind wir heute mit dem Bus hochgefahren und zu Fuß heruntergelaufen. Das war dann etwas abenteuerlich, weil uns ein Einheimischer sagte, hier ist die Abkürzung. Da stand tatsächlich Alanya. Und wir sind da runter geklettert, also es war wirklich an der Grenze. Und natürlich kamen wir auf der anderen Seite der Burg dann herunter. Da ist ja auch ein Strand und da gibt es auch wie hier die Fallschirmflieger. Und wir dachten, wir sind richtig. Bis ich mir dachte, nee, also die Burg war doch gestern auf der linken Seite, jetzt ist die plötzlich rechts. Und so konnten wir dann mit einem Stadtbus wieder zurückfahren und endlich unser richtiges Hotel wiederfinden. Alanya ist doch sehr groß, auch dieser Strand hier, kilometerlang, man sieht die ganzen Liegestühle, aber es täuscht. Untertags ist es richtig schön hier, man nimmt sich auch einen Liegestuhl mal für 2 Stunden, spannt die Sonnenschirme auf, liegt im Schatten, man hört das Rauschen des Meeres und es ist wirklich erholsam. Und dazwischen natürlich schwimmt man im Meer, hier gibt es richtige Brecher teilweise, da kann man dann mit Brettern sogar ein bisschen Wellen reiten. Heute ist es nicht ganz so stark, gestern waren sehr starke Wellen und das ist dann ein ganz interessantes Schauspiel, wie die Menschen von den Wellen so getragen werden. Ich habe es heute auch genossen, es ist wirklich schön hier. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite von Alanya an der anderen Küste. Man sieht wieder rechts den kleinen Hafen unten und dann wieder die Burg. Das heißt, dieser Küstenabschnitt hinter der Burg, das ist der Küstenabschnitt, an dem wir uns befinden im Urlaub. Und jetzt sind wir mit einem Taxi hier hochgefahren. Die machen hier Touren mit Taxis. Die wollen ja schließlich auch was verdienen. Und man fährt für 3 Stunden, für 35 Euro umgerechnet, 2 Personen hier hoch. Man wird chauffiert, es wird viel erzählt. Man erfährt sehr viel auf diese Weise vom Land. Die türkische Riviera kann auch anders aussehen. Wir haben uns in ein Bergdorf fahren lassen mit einem Taxi-Driver und sind hier in einer wunderbaren Naturgaststätte, kann man schon sagen. Der Bach rauscht hier, es gibt hier diese wunderbaren Liegeplätze. Jeder kann hierher kommen, kann essen, kann trinken und kann sich hier in diesen kleinen, wie kleine Freiluftkabinen niederlassen. Kann hier essen, trinken
schlafen. Das macht jetzt auch gerade unser Taxifahrer. Er soll auch was von der Fahrt haben. Und wir genießen es, dass hier so gemütlich ist. Die Leute sind ganz locker. Um uns herum ist die Vegetation. Die Grillen zirpen. Sie haben hier sehr viele Olivenbäume, hat er uns erklärt. Orangenbäume, Zitronenbäume, Feigen. Und wie gesagt, das ist eigentlich Urlaub pur. Man kann ja nicht den ganzen Tag am Strand unten sein oder im Hotel. Also wie gesagt, einfach mal hier in die Berge fahren. Die sind teilweise auch bis zu 300 Meter hoch, fährt man hier hoch. Wasserfall. Muss ich nur noch ein bisschen besser Türkisch lernen. Er spricht perfekt Deutsch. Da läuft er gerade. Ich kann gerade mal Dankeschön sagen, gell? Teşekkürler. Teşekkür. 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 Oh, einfach schön. Meine Güte. Also auch Mispeln. Da ist ein Mispelbaum. Mespoli. Toll. Im August sind dann die Orangen reif. Da werden dann Orangen geerntet. Gute Nacht. Fangen. Das Abendessen wird jetzt gefangen. Wir sind jetzt hier im Amphitheater von Side. Es ist aus hellenistischer Zeit, aus römischer Zeit. Und man sieht hier ganz riesig dieses Gebiet. Das ist Tuffstein. Wenn man genau hinsieht, sieht man diese Struktur des Steines. Der Tuffstein hat die Gegebenheit zu atmen. Also dieser Stein dürfte niemals mit Farbe angestrichen werden. Was in manchen Orten gemacht wird, dann stirbt dieser Stein ab. Hier werden auch Theateraufführungen angeboten. Die Akustik ist sehr, sehr gut. Wie das ja auch in diesen ganzen Amphitheatern ist. Wir sind jetzt immer noch hier in Side. Auch hier wunderbar der Strand. Man hat das Gefühl, man ist in Tel Aviv und kann einen kleinen türkischen Kaffee genießen. Schön süß, das gehört sich so. Auch, man kennt es aus anderen Ländern, dieser türkische oder griechische Kaffee mit dem Kaffeesatz unten. Und wenn wir den dann ausgetrunken haben, dann lesen wir dann den Kaffeesatz. Da gießt man dann den Kaffeesatz in die Tasse, dann wird ein bisschen gewartet und dann die Zukunft gelesen.
ellerim ben selam oradaki güzel dostlara. Wir sind jetzt hier in einer echten Karawanserei. Ala Rahan, Ala Ra, das ist der Ort, Han heißt Hotel. Was man hier sieht, ist alles Lagerplatz gewesen für Ware früher und hier haben die Kamele geschlafen. Man sieht so kleine wie Gucklöcher, dahinter sind die Plätze, die Schlafplätze von den Kamelführern gewesen und sie konnten durch diese Löcher immer ihre Tiere beobachten und auch die Ware beobachten. Also es ist sehr, sehr, sehr historisch hier und die Mauern sind 1,5 Meter dick, dadurch ist es sehr kühl und im Sommer und im Winter bleibt es dann auch warm. Hochinteressant hier. Und ich habe ein Fenster gemacht am Bad und habe mein Putzmittel da stehen lassen und bin reingegangen. Ich wusste das nicht, dass der so böse ist. Hat mich attackieren wollen. Ich habe dann einmal so machen können, dass der Bauer kam. Wir sind jetzt von Alanya hochgefahren in die Berge, ca. 300 Meter Höhe zu der Ortschaft Demirash und fahren zum Sabadere Canyon. Hier wird auch Bergabbau betrieben mit Schiefer und Granit. Man sieht diese Bergwerke teilweise, wo die Leute arbeiten. Wieder diese schönen Geräusche hier. Wir haben inzwischen eine Familie getroffen. Wir haben angehalten und türkischen Kaffee bekommen. Ein Baby war gerade 5 Monate alt und es wurde herumgereicht. Die Begeisterung ist hier immer groß. Also kleine Kinder lösen hier absolut auch Begeisterung aus. Wir haben das richtig genossen und fahren jetzt eben weiter zum Sabadere Canyon. Hier hört man jetzt schon das Rauschen vom Gebirgsbach. Das ist eiskaltes Wasser, ganz klar, sehr schöne Farbe. Und das ist jetzt der Weg hier zu Sabadere, zu den Sabadere Wasserfällen. Da gehen wir jetzt entlang. Und sobald man den Steg hier betreten hat, so ein bisschen herein, ist ganz wunderbare frische Luft. Und es duftet die Macchia, diese ganzen Bäume und die verschiedensten Gewächse. Also es ist fantastisch. Hier ist es richtig angenehm kühl. Also der Holzsteg hier, der führt zu der Schlucht. Der ist gut gebaut. Ganz schöne, stabile Holzplanken, man muss keine Angst haben, es schwankt auch nichts. Und daneben rauscht dieser Gebirgsbach, der ist schön breit und die Luft ist angenehm kühl. Also ich bin wirklich gespannt, was hier hinten auftaucht. Toll, einfach toll. Kann man sich wirklich vorstellen, dass Kleopatra da drin badet. Das ist wie ein kleines Becken, eines mit grünem Wasser und eines mit richtig türkisfarbenem Wasser. Also das wäre doch was, ne? Jeden Morgen sich erstmal so abkühlen, in so ein Becken eintauchen. Es ist fantastisch. Also wenn man hier ganz nach oben schaut, da stürzen die Felswände regelrecht fast über einen herab. Und hier der fantastische Wasserfall, das glasklare Wasser. Überall natürlich Schilder, dass man ja nicht tauchen soll oder betrunken schwimmen. Die Strömung ist sehr stark, aber in die Felswände haben die Leute ihre Namen geritzt. Jeder will sich hier verewigen. Also so ein kleines Fußbad kann ja mal nicht schaden nach so einer harten Wanderung. Ganz tolles Wasser, richtig angenehm kühl, so wie die Luft hier auch. Tja, jetzt habe ich natürlich keinen Badeanzug dabei, das wäre es jetzt, gell? Hier an dieser Stelle, den Baum muss man schütteln. Und dann fallen alle Wünsche hier herunter und treiben mit dem Wasser weiter, bis ins Meer. Und einer der Wünsche wird es schaffen, bis zum Meer zu treiben. Und der geht dann auch in Erfüllung. The Mystery Jeep we found again. Dieser Jeep stand heute früh vor unserem Hotel. Sie sammeln die Leute ein und fahren mit solchen maroden Dingern wirklich bis hier in die Berge. Das muss man sich mal vorstellen. Die Reifen sind total platt. Die Leute sitzen da drin wie die Heringe. Beim Taxi fragen sie nach Kindersitzen, aber sie setzen sich hier dann bis zu 10 Personen in so einen Jeep und lassen sich da in der größten Hitze in der Gegend herumkarren.